klar, unsere Blättchen haben Einfluss auf unser Spiel, auf unseren Klang, auf das Spielgefühl und so weiter. Aber was ist, wenn du dich total hilflos ausgeliefert fühlst, von diesem kleinen Teil total abhängig bist? Das muss nicht sein. Und in diesem Video möchte ich dir ein bisschen mehr erzählen darüber, was du tun kannst, damit du eben nicht mehr deinen Blättchen so hilflos ausgeliefert bist und egal mit welchem Blättchen du spielst, das Beste aus deinem Spiel herausholen kannst. Bevor wir zu den spieltechnischen Themen kommen, fangen wir erstmal mit den Blättchen an. Es ist natürlich wichtig, dass du ein System hast in deinem Blättchen. Die meisten haben ein totales Chaos in ihrem Blättchen und wissen nicht, welches Blättchen gut ist, welches Blättchen nicht so gut ist. Sie kennen ihre Blättchen nicht und sie haben oft auch keine eingespielten Blättchen, sondern spielen dann irgendwelche Blättchen jahrelang. Und hier darfst du erstmal aufräumen. Also als allererstes, du solltest immer Blättchen haben, die du gerade einspielst. Warte damit nicht, bis alle deine Blättchen nicht mehr gehen, sondern hab einfach eine kleine Routine, wo du einfach 4 bis 8 Blättchen immer am Einspielen gerade hast. Wenn du dazu mehr wissen willst, ich verlinke dir ein Video in der Infobox genau zu diesem Thema. Und der zweite Aspekt, du solltest deine Blättchen wie deine Westentasche kennen. Du solltest wissen, welche Blättchen sind gut, welche Blättchen haben welche Eigenheiten, damit wenn du mal wirklich ein gutes Blättchen brauchst, wie zum Beispiel in einem Konzert oder in einer Probe, dass du dann eins parat hast. Auch hierzu habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich dir ebenfalls in der Infobox. Jetzt ist es aber so, dass du natürlich auch erstmal lernen musst, deine Blättchen zu beurteilen. Was sind jetzt also die Voraussetzungen dafür, dass du überhaupt deine Blättchen beurteilen kannst? Und da gibt es 2 Dinge. Das eine ist die Wahrnehmung, dass du erstmal eine Wahrnehmung für die Unterschiedlichkeit der Blättchen entwickeln musst. Das kommt wahrscheinlich ziemlich schnell, wenn du viele Blättchen ausprobierst und auch wirklich reinspürst, was passiert da, wie klingt das, wirklich reinhörst. Aber nicht nur das, du musst auch ein stabiles Spiel haben. Ein Spiel, auf das du dich verlassen kannst. Was bedeutet das aber jetzt ganz konkret? Also, damit du ein stabiles Spiel entwickeln kannst, musst du wissen, worauf es ankommt. Du musst die Erfahrung haben, wie sich die verschiedenen Stellschrauben des Klarinettenspiels anfühlen und diese auch beeinflussen können. Und natürlich brauchst du auch das Training, um dieses Spielgefühl, die Stellschrauben jederzeit abrufen zu können und beeinflussen zu können. Und das unabhängig vom Blättchen, denn nur so kannst du mit 100%iger Sicherheit sagen, dass es am Blättchen liegt, wenn die Töne nicht ansprechen, wenn das Blatt nicht einschwingt oder es schrecklich klingt oder die Intonation nicht passt. Nur so kannst du sagen, dass es wirklich am Blättchen liegt und nicht an dir, wenn du ein stabiles Spiel hast. Und außerdem, wenn du ein stabiles Spiel hast, dann lässt du dich auch nicht von dem Blättchen in schlechte Angewohnheiten reintreiben. Denn was ich ganz oft sehe und auch manchmal bei mir beobachte, wenn ich nicht achtsam bin, dass ich anfange zum Beispiel zu beißen, wenn das Blättchen nicht sofort einschwingt. Ja, und es wirklich einfach an dem Blättchen liegt, dass es zum Beispiel unausgeglichen ist. Und ich dann anfange, das mit dem Ansatz zu manipulieren, anstatt mich auf meine guten Gewohnheiten zu konzentrieren. Das Einzige, was du an das Blatt anpassen darfst, das ist die Art, wie du die Luft gibst, die Luft führst. Und wenn dann jetzt ein Blatt überhaupt nicht geht, total grottig ist, wirklich die Töne blockieren und es ist mega anstrengend zu spielen, dann sortier das Blatt einfach aus. Es lohnt sich dann nicht, deine Spielgewohnheiten diesem Blatt anzupassen. Denn damit tust du dir absolut nichts Gutes. So, der dritte und der wichtigste Grund, warum du dem Blättchen hilflos ausgeliefert bist, ist, dass du dich auf den Widerstand der Klarinette draufsetzt und quasi die Kontrolle über deine Luftgebung und Luftführung an das Blatt, an die Klarinette abgibst. Stattdessen solltest du deine Luftgebung nicht an das Blatt abgeben, dich nicht auf den Widerstand der Klarinette draufsetzen, sondern die Luft aus dem Körper heraus dosieren, kontrollieren und führen. Und da scheitert es schon bei echt vielen und nicht nur bei Laien, sondern sogar auch bei Profis. Selbst da sehe ich immer wieder, dass sie sich auf den Ton draufsetzen und die Kontrolle total abgeben.
Und auch ich habe das jahrelang so gemacht und habe das tatsächlich erst nach dem Studio entdeckt. Und ich wünschte mir, diese eine Information hätte ich schon früher gehabt. Es hätte mir so viel Frust in meinem Studium erspart. Und das erscheint im ersten Moment so verlockend und so leicht, einfach die Luft rauszugeben und dich auf den Widerstand der Kleinette draufzusetzen. Aber das führt zu so vielen Problemen. Anspracheprobleme, es klingt nicht gut, du kannst gar nichts mit der Luft machen. Dynamik ist total anstrengend, also Lautstärke zu verändern. Du kannst die Luft nicht gut führen, du kannst nicht gestalten. Ja, all das nur, weil du die Kontrolle abgegeben hast. Also, wenn du jetzt fähig bist, Blättchen auszuwählen, ein stabiles Spiel entwickelt hast und dich nicht mehr auf den Widerstand deiner Klarinette draufsetzt, sondern selbst aus dem Körper heraus die Luft führst und kontrollierst, dann verspreche ich dir, wirst du nicht mehr abhängig von deinen Blättchen sein, sondern mit Leichtigkeit Klarinette spielen, dich wohlfühlen und selbst mal mit einem nicht so guten Blättchen gut spielen können. Und ja, auch du kannst das erreichen, auch du kannst ein stabiles Spiel entwickeln, auch du kannst lernen, wie du die Luft selber kontrollierst. Und wenn du dabei gerne Unterstützung haben möchtest, melde dich bei mir, mach eine Probestunde mit mir aus und dann können wir schauen, wie und ob ich dich auf deinem Weg mit der Klarinette begleiten kann.